Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Part von Fable 3. Gestank. Es geht direkt in der Kanalisation weiter. Industriegebiet sein. Kanalisation. Vermutlich. Nicht gerade der sicherste Ort für uns. Ich schieß jetzt mal lieber nicht einen Feuerball ab. Sobald wir an der Oberfläche sind. Nicht, dass hier alles in die Luft fliegt. Bei diesem Gestank. Oh, ey, das war ich nicht, ich schwör. Ich schwör, das war ich nicht. Geht's hier auch weiter? Ja, sicher. Ich werde hier alles, wirklich alles absuchen. Hier ist aber nichts. Schade. Da können wir auch nicht rein, oder? Können wir da rein? Können wir nicht. Nö. Ah, mit Schiff. Ja, dafür kann... Oder? War ich das? Nee. Ich war das unbewusst. Das ist richtig schlimm. Ab und zu drücke ich unbewusst die rechte Maustaste. Ob ich mir ein Video auf YouTube angucke. Das ist egal wo. Immer rechte Maustaste. Nicht ganz. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Kallistor. Oh. Da war ich wohl ein bisschen zu voreilig. Oh. Oh, Jasper ist umgeplumpst. Wo sind wir hier? Es ist der Unterschlupf eures Vaters. Er hat davon erzählt, aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich existiert. Das ist ja unglaublich. Jasper, dieses Buch, da steckt ein Zettel mit eurem Namen drin. Das kann nicht sein. Mit Jasper? Für Jasper? Das ist schon möglich. Aber es kann eigentlich nur ein Zufall sein. Oh, seid nicht blöd. Der alte König muss es für euch dagelassen haben. Wie heißt es? Das Buch der Helden. Außergewöhnlich. Hilft es uns, hier rauszukommen? Das ist wirklich überaus bemerkenswert. Alles, was wir nur über Helden und diesen Ort wissen möchten, steht hier auf diesen Seiten. Das ist ja mal praktisch. Was für ein Zufall. Können wir ein bisschen rumstöbern? Was sind das denn für Zeichen? Diese Karte ist eine Art Reisemechanik. Wählt einfach, wohin ihr reisen möchtet, und sie bringt euch dorthin. Fantastisch. Gut. Benutzen wir sie. Wir haben später noch genug Zeit, diesen Ort zu erforschen. Jetzt liegt eine größere Aufgabe vor uns. Aber wie soll ich das anstellen? Zuerst gehen wir ins Gebirge von Mistpeak. Die Leute dort wären großartige Verbündete. Sie werden ihre Treue nicht einfach anbieten, aber sie hassen Logan. Und wenn sie jemand überzeugen kann, dann ist es ein Held. Sehr schön. Ich werde mich mit diesem Unterschlupf einmal näher auseinandersetzen. Es wird uns zweifellos noch nützlich sein. Alles klar. Sucht Mistpeak auf der Karte. Mal sehen, ob das Buch uns die Wahrheit sagt. Ja, eigentlich wollte ich ja nach Hawaii, aber... Wenn wir nach Mistpeak... Das scheint das Vagabundenlager in Mistpeak zu sein, genau da. Wählt es als euren Zielort aus und ihr werdet dorthin gebracht. Ganz einfach. Oh, ein silberner Schlüssel. Okay. Erledigte Zwerge? Zwerge? Warum sollen wir denn Zwerge erledigen? Die sind doch so toll, nett und... Weiß auch nicht. Fröhlich. Tipp! Im Magiermodus wirkt ihr einen gezielten Zauber durch Drücken der linken Maustaste Standard. Verdammt, ich wollte es komplett lesen, aber hätte ich mich nicht verhaspelt. Das Vagabundenlager. Geschafft. Ich hatte vergessen, wie kalt das hier ist. Wo ist Jasper? Kommt. Die Leute hier nennen sich Vagabunden. Sie sind zäh. Sie sind loyal. Und, wie ich vorhin bereits sagte, sie hassen Logan. Ja, es sieht vielleicht nach wenig aus. Aber hier beginnt die Revolution. Dazu hat Logan sie gemacht. Er hat die Kontrolle über die Berge übernommen und begonnen, die Wälder zu zerstören. Ich wusste, dass sie wenig Nahrung finden. Ich gebe dir meine Puppe für etwas zu essen. Aber nicht, dass es so schlimm ist. Sie heißt Sadie. Der Mann, den wir überzeugen müssen, heißt Sabine. Alt, stolz, aber ein guter Anführer. Er wird nicht so schnell Treue schwören, schon gar nicht einem Prinzen. Ich spreche lieber zuerst allein mit ihm.
Ihr solltet euch vielleicht neue Kleider besorgen, während ich mit Sabine rede. Etwas weniger Majestätisches. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe nur wenig Gold, aber es sollte reichen. Und vielleicht könnt ihr den Rest unter den Leuten verteilen. Sie brauchen es dringend. Wo bekomme ich Kleidung? Oh, keine Sorge. Ihr findet schon jemanden, der Geld von euch nimmt. Bitte, du musst jetzt doch was haben. Wünscht mir Glück. Ja, gut, alter Schwede, wie viele sich um mich sammeln, nur weil ich so gehoben gekleidet bin. Ja, da beeilen wir uns mal lieber. Rennen, kleiner Held, rennen. Das hier ist auch der Ort, wo man im zweiten Teil, ja, seine Geschichte fast beginnt. Gut, außer jetzt in der Stadt, Kinder. Jetzt sei mal nicht klugscheißerisch. Klugscheißerisch. Mein Gott. Wirklich? Ja, wir wollen alles. Oh, das ist gut. Vielen Dank. Hallo, Sir. Jasper hier. Hallo. Benutzt man das? Ich spreche durch das Gildensiegel. Alles nur was für ein außergewöhnliches Ding. Solange ihr das Siegel tragt, können wir frei miteinander kommunizieren. Und nicht nur das. Ihr könnt bei Bedarf auch jederzeit in den Unterschlupf zurückkehren. Dürfte ich das nun anregen und ihr legt die neue Kluft an? Oh. Hallihallo. Na, Perle? Können wir jetzt aufhören, die Hand zu schütteln? Und ein bisschen Geld kriegt sie auch. Danke. Ich war in letzter Zeit etwas traurig. Das habe ich gesehen. Deswegen habe ich dir auch Geld gegeben. Wow. Ja. Und das Gold ist echt. Danke. So, Team... Wow. Ah, hallo. Im Unterschlupf ist auch eine Ankleide. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Ich sehe sie schon. Gefunden, meins. Wow. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf euren Reisen bekommt, gut aufbewahren. So, zieht doch einmal eure Vagabundenkluft über. Ullulul, was ist das denn? Ach du Kacke, wir sehen aus wie ein Russe. Oder so ein Piratenrusse. Nicht negativ gemeint, meine Lieben. Selbstverständlich nicht. Na also, ihr seht wie ein Vagabund aus. Ja, ich hoffe, diese neue Kluft ist ebenso bequem wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Was? Das stimmt doch gar nicht. Das ist wunderbar. Gut, wie kommen wir jetzt wieder zu... Achso, ja, klar. Vagabundenlager. Tschüss. Ich will einfach nur hier irgendwie... Ah, so ist das. Man kann sich einfach mal das Lager angucken, aber ich will eine Schnellreise machen. Ihr müsst erst euren aktuellen Quest abschließen. Welche aktuelle Quest? Jasper, hast du noch irgendwas? Nee. Oder sollen wir hier wieder rein? Nee. Jetzt, da ihr angekleidet seid, solltet ihr zu Sir Walter zurückkehren. Es ist Zeit, diesen Sabine zu treffen, von dem man so viel hört. So, wem kann ich noch Geld geben? Der kleine... Oh, die ist aber drollig. Ich muss... Eine erprobte Methode, Anhänger zu gewinnen, ist mit Leuten zu interagieren. Versucht es. Ihr werdet sicher Eindruck schinden. So nett. Vielen Dank. Ja, irgendwann ist sie auch 18, ne? Und dann hat sie mich richtig lieb. Bah. Oh, das tut mir leid. Hier, warte. Wenn ich diesen Logan erwische, bringe ich ihn um. Kriegt sie erstmal Geld von uns. Wir brauchen nur weniger. Nur um zu überleben. Und Geld. Schön. So, jetzt gehe ich weiter. Wo kommt ihr plötzlich her? Habt ihr was für mich? Nee, habe ich leider nicht. Das ist besser. Das leicht Gammlige steht euch. Ich Dankeschön. Habe mit Sabine geredet. Alles erklärt und... Na, ich sagte ja, dass er schwer zu überzeugen ist. Kommt. Aus dem Weg, Boulder. Ich kann nicht sehen. Welch Glanz in unserem Heim. Ein echter Prinz. Ein sehr weiter Weg vom Schloss. Prinz. Wie gefällt euch unser Zuhause? Gefällt euch, was euer Bruder uns angetan hat? Diese Berge haben immer uns gehört. Jetzt hat Logan sie erobert und tötet alles Leben in ihnen. Oh, wir sind kampfbereit.
Aber warum sollten wir Logans Sippe folgen? Vertraut mir, ich halte mein Wort. Wir geben hier nicht besonders viel auf Worte. Wir sind einfache Leute. Stimmt das nicht? Was wollt ihr dann? Beweise. Erstens, beweist, dass ihr, wie Walter sagt, ein Held seid. Das ist leicht getan. Unter Bright Wall gibt es eine Geheimkammer, die von eurem Vater gebaut wurde. Nur Helden überleben die Prüfungen und finden die Reliquien darin. Bringt mir eines der alten Objekte und ich werde euch glauben. Zweitens, beweist, dass ihr wert seid, uns in die Schlacht zu führen. Hierfür müsst ihr die Söldner erschlagen, die das Mistpeak-Tal plagen und uns das Leben schon lange schwer machen. Drittens, beweist, dass ihr ein Anführer seid. Überzeugt unsere Nachbarn in Bright Wall, ihr Essen mit uns zu teilen. Boulder. Oh. Ohne Essen sterben wir. Und Tote sind schlechte Verbündete. War's das? Ja, das war's dann. Dann mal los. Viel Glück. War nett mit euch. Na los. Ich muss sagen, komischer Code. Schön, dass das alte Sabine nicht verändert hat. Und ich weiß, welchen Ort er gemeint hat. Euer Vater hat die Kammer unter der Brightwall Akademie gebaut. Albions größte Bildungsstätte. Zumindest, bis Logan sie geschlossen hat. Zeigt die Bibliothek euer Gildensiegel. Er wird schon mehr kennen. Ich werde versuchen, mehr über diese Söldner herauszufinden. Wir treffen uns dann in Brightwall wieder. Ja, machen wir. Ich schaue mich hier oben erstmal um. Vielleicht ist hier ein silberner Schlüssel versteckt. Einer soll hier irgendwo rumlungern. Ja, bestimmt hier. Ah! Wow, man kann ja sogar unter Wasser schießen? Nee. Kann man tauchen? Nee. Bestimmt ist dieser Silberschlüssel hier. Wir brauchen nur noch eine Angel. Was haben wir hier? Nee, nichts versteckt. Gut, und fremde Sachen hebt man auch nicht einfach auf. Den Fehler hatte ich im ersten Teil schon mal gemacht. Und ja, sagen wir mal so, ich wurde direkt am Anfang schon aus der Stadt verbannt. Kam nicht wirklich gut. Nicht direkt am Anfang, das ist nicht gut. Okay, dann können wir hier rüber hüpfen? Nö. Wo sollen wir hin? Zu welcher Kammer? Kann man irgendwie eine Karte öffnen? Ah, mit M. Diese Kammer unter Brightwall klingt faszinierend. Ich habe natürlich schon Gerüchte gehört, aber nur echte Helden haben... Bla bla bla. Also, wir folgen einfach mal dem goldenen Pfad. Der führt uns schon dahin. Mistpeak Tal. Im Magimodus... Ich hab's heute echt nicht drauf. Heute ist nicht mein Tag. Ich merke das schon. Jedenfalls vom Erzählen und vom Lesen her. Ja, solche Tage gibt's mal. Ja, jetzt stell dich mal nicht an. Hallo, du kannst Feuerbälle vorzaubern. Und da ist sogar Feuer für uns. Können wir uns ein bisschen aufwärmen. Ah, wunderschön. 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 So. Am liebsten hätte ich ja jetzt irgendwie einen Schlitten. Dann würde es viel schneller gehen. Können wir hier schön runterrodeln. Was war da oben denn? Ja, Hundi gleich. Ach ne, da geht's da irgendwo hin. Hat dieser Weg einen tieferen Sinn? Man weiß es nicht. Schon habe ich mich verlaufen. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ich vermisse irgendwie eine Minimap. Sonst hatte man immer oben rechts oder oben links so eine kleine Karte, aber hier ist ja gar nichts. Ah, aber eine Truhe, wofür wir dann 5 Silberschlüssel brauchen. Naja. Verdammt. Was hat denn meine Kleine? Wo ist er überhaupt? Ah, da. Ja, leider haben wir keine Schaufel, sonst könnten wir hier jetzt graben. Gut, gehen wir erstmal wieder runter. Direkt zu der Quest. Ich glaube, das wäre erstmal am sinnvollsten. Ich muss mir jetzt erstmal überlegen, auf was ich mich spezialisieren möchte. Will ich Magier sein oder doch lieber Schwertkämpfer?
Und es gibt natürlich auch Bogenschütze. Oder, ich weiß nicht, ich glaube, in diesem Spiel hat man wieder ein Gewehr. Das hat sich ab Teil 2 ja geändert. Oh Gott, Kinder! Wolfonskis! Ja, in meiner Welt heißen sie Wolfonskis. Bam, bam, haut ab hier! Feuerball! Was ist das? Können wir die jetzt essen? Ey, aber ziemlich blutig, das Spiel. Guckt euch das mal an. Ii. Kriegen wir gleich die Syphilis. Schnell weg. Okay, geht's da hoch? Wow, man kann ja echt überall hingehen. Haben wir hier vielleicht eine Schatztruhe? Was denn? Oh, du mit deinem Graben. Ist eine Schaufel. Oh, das ist ja schwul. Das wäre jetzt sehr gut, wenn man die aufheben könnte, aber... nixe, kannst du nicht machen. Hier kann man eh nichts machen. Gut, gehen wir weiter. Ja, ich weiß, du würdest gern buddeln. Aber ich habe keine Schaufel. Ja, da sind noch mehr Wölfies. Auch keine Mana-Anzeige. Alle erledigt. Ist da irgendwas Tolles? Nee. Andere Richtung. Wölfe hatte ich auch noch nicht als Gegner in Fable. Ist ja richtig innovativ hier, das Spiel. Oder abgeguckt von Oblivion und Two. Ach du Kacke. Super duper Feuerball. Oh Gott. Ja. Er ist ausgewichen, blöder Wolf. Du, rechts. Das macht richtig Spaß hier. Na, das war's auch schon wieder. Mann, die sind echt schwach. Na, was hat er? Ein Schatz. Guter Junge. Gut hast du das gemacht. Da bin ich ja mal gespannt. Was haben wir da drin? Gold. Tja. So doll ist das jetzt auch nicht. Und Grabs. Ich hab keine Schaufel, Mann. Chill doch mal auf dein Leben. Wenn ihr eine größere Herausforderung wollt, dann wechselt in den schwierigen Modus. In diesem Modus regenerieren sich die Gesundheit nicht automatisch. Regeneriert. Ach. Ich hab nur Wortkotze. Eieieiei. An eurer Stelle würde ich gleich das Let's Play ausmachen. Ach Gott. Ist das hier irgendwas Feines? Was? Unser Hund bellt nicht los, dass hier irgendwas zum Ausbullen ist? Das verwundert mich ja jetzt. Wo sollen wir lang? Rechts lang? Dann gehen wir mal. Oha. Gott sei Dank kann man hier nicht runterfallen. Ich sehe, ihr nähert euch Brightwall, ein netter kleiner Weiler. Und eine perfekte Gelegenheit, euch mit den ehrlichen Bürgern dieses Königreichs vertraut zu machen. Fern vom Gewimmel der Stadt und dem Fabrikrauch. Natürlich würde sie ein weniger wohlmeinender Gasttölpel nennen, aber ich ermutige euch, in ihren Läden einzukaufen, in den Tavernen zu trinken und an ihrem Kleinstadtleben teilzuhaben. Ja, mein lieber Jasper, das mache ich vielleicht auch, aber nicht in diesem Part, erst im nächsten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao.